Eine menschliche Tragödie, ein nachweisliches Kriegsverbrechen, welches nie geahndet wurde, geschah im Jahre 1942 im Südatlantik. Entschließt sich zum Auftauchen und zum Überwasserfangschuss. Diese Dokumentation über die Hintergründe der Nacht vom 12. September 1942 sollten den Zweiten Weltkrieg verändern, zum Nachteil der an ihm beteiligten Menschen. Wir reisen in diese schicksalshafte Nacht im Jahre 1942 und beleuchten die Geschehnisse des Kriegstages genau. Diese Dokumentation ist für sensible Menschen, Kinder und Opfer des Krieges nicht geeignet. Der Konsum geschieht auf eigene Gefahr, da Inhalte als verstörend und traumatisierend empfunden werden können. Eine Geschichte von großer Unmenschlichkeit und noch größerer Menschlichkeit in Zeiten eines unmenschlichen Krieges. Dieser Film ist allen Opfern des Krieges gewidmet und stellt ein Zeitdokument dar, der die Erinnerung an jene Nacht und die darauffolgenden Tage zeigt. Ein ausdrücklicher Nachruf an Herrn Werner Hartenstein, gefallen am 8. März 1943. Ein wahrhaft großer Mann, dessen Leistung und Einsatz für die Menschlichkeit sich kaum beziffern lässt. Ein wahrhafter Held der Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten. Die wahren Hintergründe einer schicksalshaften Nacht in einem Krieg, der nach diesem Ereignis noch unmenschlicher wurde. Eine wahre Geschichte von Helden und Kriegsverbrechern. Die Einnahmen dieses Films werden mit einer Spende aus meinem privaten Vermögen ausnahmslos dem Marine-Ehrenmal in La Bœuf zur Verfügung gestellt, die an die U-Boot-Fahrer und gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkrieges erinnert. Wer sich bereit erklärt, die Spende zu unterstützen, findet den Link in der Videobeschreibung. Um diese Geschichte besser verstehen zu können, sollten wir uns jetzt gedanklich in die Rolle eines jungen deutschen U-Boot-Kommandanten oder eines Besatzungsmitglieds versetzen. Wir sollten versuchen, die widrigen Umstände dieser Menschen eingepfercht in eine enge Stahlröhre zu verstehen, ihre Angst, aber auch Hoffnung versuchen zu fühlen. Nur dann können wir uns ansatzweise vorstellen, was diese zumeist jungen Menschen durchmachen mussten, wenn sie überhaupt diese schwimmenden Särge verlassen konnten. Zudem sollten wir versuchen, in die Rolle der Besatzung Frauen und Kinder zu schlüpfen, um die Not, aber auch Hoffnung und die Menschlichkeit, die ihnen widerfahren ist, zu verstehen. Die Vorgeschichte. 20. August 1942, U-Boot-Bunker Loriot. Wir gehen als Kommandant auf ein U-Boot vom Typ 9C. Uns anvertraut ist eine 52-köpfige, sehr junge Besatzung und wir haben den gefährlichen Auftrag, im Südatlantik auf Feindfahrt zu gehen, um kriegswichtige Nachschublinien zum Erliegen zu bringen. Wir gehen unter Deck und verlassen Loriot mit anderen Booten zusammengefasst zur Gruppe Eisbär. Es wird ernst und diese Fahrt könnte die letzte in unserem sehr jungen Leben sein. Die Maschine knattert und das Boot bahnt sich seinen Weg durch des Meeres ewige Welle. Zeit- und Ortssprung. Wir sind zivile Passagiere auf einem Kriegsschiff und haben in Kapstadt, Südafrika, unseren letzten Halt. Bis jetzt ist alles gut gegangen, da wir bereits in Suez, Ägypten, an Bord gegangen sind. Jetzt steht die gefährlichste Etappe an. Wir fahren über den Atlantik, wo pausenlos deutsche U-Boote patrouillieren und auf feindliche Schiffe lauern, um diese zu versenken. Wir haben ernsthafte und berechtigte Angst, dass wir diese letzte Fahrt nach Großbritannien nicht überleben. Doch die Soldaten beruhigen uns und zeigen uns stolz ihre großen Geschütze und Wasserbomben. Sie sagen uns, dass sie den Deutschen schon einheizen würden, wenn sie es wagen, unser Schiff anzugreifen. Die Männer versuchen alles, um uns die Angst zu nehmen, wohlwissend, dass diese Geschütze und Wasserbomben gegen ein deutsches Jagd-U-Boot wirkungslos sind. Wir wollten den Männern trotzdem glauben, um uns die Überfahrt zu erleichtern. Am 1.9.1942 verließ unser unter britischer Flagge stehender Truppentransporter Kapstadt mit Ziel England. Wir sind als zivile Passagiere an Bord. Das Kommando hat Kapitän Rudolf Sharp. Außer uns befanden sich die Besatzungsmitglieder, Angehörige der britischen Streitkräfte, über 1.800 italienische Kriegsgefangene, über 100 polnische Soldaten als Bewacher und 80 Frauen und Kinder. Die Laconia hatte insgesamt über 2500 Menschen an Bord. Zudem beförderte unser Schiff 200 Tonnen Fracht. Hintergründe zum Passagierschiff Laconia. Heute wird fälschlicherweise immer von einem Passagierschiff gesprochen. Doch war die Laconia am 4. September 1939 als Hilfskreuzer für die Royal Navy angefordert worden.
Das Schiff wurde in der Werft in Portsmouth zu einem Kriegsschiff umgebaut und erhielt 8 152 mm und 2 76 mm Kanonen. Im Oktober im Jahre 1940 wurden die Passagierkabinen vollständig demontiert. In diesen Räumen lagerte man leere Fässer, um eine bessere Schwimmfähigkeit bei einem deutschen Torpedotreffer zu erzielen. Ab Juni 1941 erfolgten weitere Umbaumaßnahmen, um die Laconia als militärisches Schiff nutzen zu können. Unter anderem erhielt die Laconia Flugabwehrgeschütze, einen Wasserbombenwerfer und SDIC-Geräte. SDIC ist die Abkürzung für Anti-Submarine Detection Investigation Committee, ein Gerät zum Aufspüren von getauchten U-Booten. Somit war die Laconia ab 1939 kein ziviles Schiff mehr. Es stand im Dienst der Royal Navy als Kriegsschiff und nahm somit direkt an einem Krieg teil und war von deutscher Seite rechtmäßig als bewaffnetes Kriegsschiff und somit als Feind zu behandeln. Trotzdem wurden wir Zivilisten an Bord eines Kriegsschiffes genommen, obwohl man wusste, dass der U-Boot-Krieg seinen Höhepunkt erreicht hatte. Auf dem deutschen U-Boot U-156. Samstag, den 12. September 1942. Herr Kaloy, auf Brücke, Schiff gesichtet. Wir springen auf und rennen durch das enge und schwankende Boot in Richtung Zentrale. Von dort aus klettern wir die schmale Leiter zum Kommandoturm hinauf. Wir verspüren sofort die frische Seeluft. Wir gucken durch unser Doppelfernrohr und in der Tat ein Schiff am Horizont. Sofort versuchen wir mit unseren Wachoffizieren das Schiff anhand von Marinehandbuch, wo alle alliierten Schiffe verzeichnet waren, mit Typ und Bezeichnung zu identifizieren. Wir werden fündig und haben eine eindeutige Identifizierung. Es ist ein feindliches Schiff. Das Schiff fährt im Zickzackkurs und ist abgedunkelt. Kein Zweifel, es ist das Schiff unseres Feindes. Wir stellen sofort Rechnungen anhand des Kartenmaterials an und berechnen Entfernung, Geschwindigkeit und Wellengang, um Torpedos auf unser Ziel einstellen zu können. Wir müssen auf die Nacht warten, um nicht selbst zur Zielscheibe zu werden. Wir nehmen Abstand und fahren dem Schiff hinterher. Unruhe macht sich unter der Besatzung breit. Angespannte Stunden liegen vor uns und unseren Männern. Wir sind mit unseren Gedanken alleine und spielen hunderte von möglichen Szenarien im Kopf durch. Eine Stimmung aus Angst und Freude. Die Ruhe vor dem Sturm. Doch was auf uns zukommt, mag noch keiner von uns nur annähernd begreifen. Wir beschließen, über Wasserschüsse zu wagen. Die Laconia wurde von dem deutschen U-Boot U-156 unter dem Kommando des 34-jährigen Kommandanten Korvettenkapitän Werner Hartenstein aufgeklärt. Hartenstein identifizierte das Schiff als bewaffnetes britisches Kriegsschiff und stufte es als legitimes Ziel ein. Hartenstein verfolgte das Schiff für einige Stunden mit großem Abstand. Was Hartenstein nicht wusste, dass sich auf dem Schiff italienische Kriegsgefangene und sogar Frauen und Kinder befanden. Herr Kaloy, tönt es vom Ausguck. Die Nacht bricht ein. Sofort geben wir klar zum Gefecht und geben der Besatzung durch auf Gefechtsstation. Die Männer erwidern ruhig und leise auf Gefechtsstationen. Der Torpedo ist bereits im Rohr und wartet nur darauf, wie ein Pfeil durchs Wasser zu jagen, um sein Ziel tödlich zu treffen. Wir rufen, Anlauf beginnt und bringen unser Boot im Schutze der Dunkelheit in eine günstige Schussposition. 22.07 Uhr. Wir geben das Kommando für den Abschuss zweier Torpedos. Eine gefühlte Ewigkeit befinden sich die Torpedos auf der Reise. Die Stoppuhr läuft in Zeitlupe. Eine gefühlte Ewigkeit bricht über uns einher. Doch dann ein ohrenbetäubender Knall. Ein Feuerball erhellt den Nachthimmel. Treffer 1 saß und das Schiff bekam sofort Schlagseite. Der Kahn ist angeschossen, Herr Kaloy. Im Boot macht sich leise Freude bemerkbar. Dann ein weiterer Treffer. Herr Kaloy, Treffer 2. Wir haben sie. Die Besatzung freut sich über ihre Arbeit. Der 34-jährige Kommandant Hartenstein wartete bis zum Einbruch der Nacht und torpedierte die Laconia über Wasser um 22.07 Uhr mit zwei Torpedos. Diese Taktik war eine gängige, da U-Boote im Schutze der Dunkelheit durch ihre kleine Silhouette für den Gegner schwer zu erkennen waren. Wir sind auf der Laconia. Alles ist dunkel und wir gehen langsam zu Bett. Alles friedlich, keine Not. Wir ahnen nicht, was passieren wird. Plötzlich ein Schlag, ein Knall, das ganze Schiff zittert. Der Alarm ertönt, wir sind getroffen worden. Panik bricht aus. Ein Torpedo traf Steuerbord und tötete viele der italienischen Kriegsgefangenen. Das Schiff stand plötzlich ganz schief.
Wir haben Mühe, an Deck zu gelangen. Der Kapitän wies an, das Schiff zu verlassen. Plötzlich ein zweiter Schlag. Alles knistert, verzweifelte Schreie ertönten. Wir waren noch einmal getroffen. Viele der Rettungsboote waren getroffen und zerstört worden. Das Schiff neigt sich immer mehr. Die Angst wird zur Panik. Bekommen wir noch einen Platz auf einem Rettungsboot? Überall laufen Soldaten umher. Die polnischen Soldaten schreien und Schüsse sind zu hören. Wir beginnen, mit unserem Leben abzuschließen. Auf der Laconia wurde die Evakuierung eingeleitet, da sie enorme Schlagseite besaß und der Kapitän erkannte, dass das Schiff nicht zu halten war. Kapitän Sharp verlor in dieser Nacht sein Leben. Er ging mit seinem sinkenden Schiff nach alter Seemannstradition unter. Bis zum Schluss leitete er die Rettungsmaßnahmen in vorbildlicher Pflichterfüllung. Die Laconia wurde von den zwei Torpedos an den Frachträumen getroffen. Aufgrund dessen starben die meisten italienischen Kriegsgefangenen. Unter den überlebenden eingesperrten italienischen Kriegsgefangenen in den Frachträumen machte sich Panik breit und sie versuchten, an Deck zu gelangen, um das Schiff verlassen zu können. Diese Versuche wurden von den polnischen Bewachern mit Waffengewalt unterbunden und man hinderte die Soldaten an ihren verzweifelten Rettungsversuchen. Infolgedessen starb eine Vielzahl von den gefangenen Soldaten oder wurden durch die Bajonette der Polen verwundet. Um 23.25 Uhr sank die Laconia. Auf dem U-Boot. Herr Kaloy, das Schiff sinkt. Glückwunsch, Männer. Wir haben dem Feind einen schweren Verlust zugefügt. Gut gemacht. Der Funker rief durch das Sprachrohr, dass das Schiff ein Notsignal gesendet hatte. Jetzt wird es heiß, da es nicht lange dauern würde, bis feindliche Schiffe oder Flugzeuge hier sein werden. Was wir nicht wissen, die Notsignale wurden nicht erhört. Sofort fahren wir in Richtung der Stelle, an dem das Schiff sank. Herr Kaloy, Überlebende. Wir geben Befehl, die Schiffsoffiziere zu suchen, um weitere Informationen zu erhalten. Wachsoldaten an Deck, sprechen Sie mit den Überlebenden. Kurze Zeit später. Herr Kaloy, es sind Italiener unter den Schiffbrüchigen. Ein Offizier erklärte uns, dass sich auch Frauen und Kinder im Wasser befinden. Oh mein Gott, was machen die Italiener und Zivilisten auf diesem Schiff? Wir müssen schnell handeln, da das Wasser hier von Haien nur so wimmelt. Sofort handeln wir im Sinne der Schiffbrüchigen. Wir befehlen die Rettung möglichst vieler Schiffbrüchiger. Wir fordern durch die Flüstertüte in Richtung der Schiffbrüchigen in der Dunkelheit in englischer Sprache auf, alle Kinder und Frauen auf unser Boot zu kommen. Wir geraten innerlich in Nervosität und eilen unter Deck, um einen Funkspruch an das Oberkommando der U-Boot-Waffe abzusetzen. Männer, retten Sie die Schiffbrüchigen und versorgen Sie Frauen, Kinder und verletzte Soldaten in dieser Reihenfolge. Lassen Sie Waffen ausgeben, damit die Briten uns nicht kapern. Das Boot muss bewacht werden. Kommandant Hartenstein fuhr mit seinem Boot zur Stelle der Versenkung und sprach mit den Schiffbrüchigen, um weitere Informationen zu erhalten. Das war gängige Methode der Kriegsmarine und man sollte zur Informationsgewinnung mit dem Kapitän sowie den Offizieren sprechen. Hartenstein bemerkte daraufhin schnell, dass sich unter den Überlebenden Frauen, Kinder und Kriegsgefangene befanden. Hartenstein und seine Besatzung stellten das schreckliche Ausmaß der Versenkung fest. Korvettenkapitän Hartenstein und sein erster Wachoffizier Mannesmann leiteten unverzüglich eine Rettungsaktion ein. Seine Besatzung war an Deck mit der Rettung in vollem Gange und Hartenstein gab Befehl, einen Funkspruch an den Befehlshaber der U-Boot-Waffe Admiral Karl Dönitz abzusetzen. Hartenstein schilderte die Versenkung der Laconia, den Sachstand über Frauen, Kinder und italienische Kriegsgefangene, dass er eine Rettung eingeleitet hat, sowie den Stand der Torpedobestände und den Status seines Bootes. Herr Kaloy, Telegramm vom Oberkommando. Gut gemacht. Frauen, Kinder und Schiffbrüchige an Bord nehmen. Weitere Hilfe ist unterwegs. Die Gruppe Eisbär unterstützt vor Ort. Keine Panik, mein Junge. Die Lage ist unter Kontrolle. Beruhigt eilen wir durch das Boot. Erstaunt stellen wir fest, dass bereits viele Menschen unter Deck sind. Wir sehen die ersten aufgelösten und weinenden Kinder und Frauen. Männer, sofort Decken ausgeben. Schiffsarzt mit Priorität, erst Kinder, dann Frauen medizinisch versorgen. Danach die Männer. Dönitz verstand sofort die missliche Lage, hatte Verständnis für Hartensteins humanitäre und seemännische Entscheidung und beorderte unverzüglich weitere U-Boote aus der Gruppe Eisbär zum Ort der Katastrophe. U-506 unter Kommando von Erich Würdemann, U-507 unter Kommando von Haro Schacht sowie ein italienisches U-Boot unter dem Kommando von Marco Revedin. Nach diesem ersten Funkspruch stellt Hartenstein fest, dass sich bereits über 200 Schiffbrüchige über wie unter Deck befanden und das U-Boot weitere 200 Schiffbrüchige in Rettungsbooten im Schlepptau befanden. Der junge Kommandant Hartenstein entschloss sich, ausnahmslos allen Schiffbrüchigen zu helfen. Obwohl bereits der U-Boot-Krieg seinen Höhepunkt erreicht hatte, entschied Hartenstein hier ritterlich und menschlich
und natürlich seemännisch, da der Kodex der Seefahrer besagte, dass Schiffbrüchigen stets zu helfen sei. Eine große Geste der Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten. Wir beratschlagen uns mit unseren Offizieren und entschließen gemeinsam die Rettung aller Schiffbrüchigen, wohlwissend, welcher Gefahr wir uns aussetzten. Denn neben der Gefahr, entdeckt und angegriffen zu werden, besteht die weitere Gefahr, dass die britischen Soldaten versuchen werden, unser U-Boot zu übernehmen. Wir müssen umgehend Schutzmaßnahmen und Vorkehrungen treffen. Die Briten sollen, wenn möglich, in die Rettungsboote zurück. Dort können wir sie gefahrlos versorgen. Frauen und Kinder sollen möglichst unter Deck. Wir müssen eine weitere folgenschwere Entscheidung treffen. Erneuter Rat durch unsere Offiziere. Wir diskutieren Pro und Contra. Doch im Angesicht dieser Katastrophe bleibt keine Wahl. Wir entschließen uns dazu, einen offenen Notruf auf einer Seenotfrequenz abzusetzen. Die Offiziere haben starke Bedenken, da wir damit allen alliierten Kriegsschiffen unsere Position verraten. Wir haben keine Wahl. Hartenstein gab unverzüglich einen offenen, auf englischer Sprache verfassten Funkspruch auf der internationalen Welle mit Koordinaten an alle in der Nähe befindlichen Schiffe und bat sie zu unverzüglicher Hilfe zur Rettung Schiffbrüchiger. Er gab damit auch allen alliierten Kriegsschiffe seine Position durch. Der Funkspruch lautete: Wenn ein Schiff der havarierten Laconia-Besatzung helfen will, werde ich nicht angreifen, solange ich nicht von Schiffen oder aus der Luft angegriffen werde. Ich habe 193 Menschen aufgenommen. Geografische Lage: deutsches Unterseeboot. Funker, funken Sie einen offenen Notruf über den internationalen Notrufkanal. Herr Kaloy, wir erinnern den Funker. Funken Sie, wir diktieren. If any ship will assist the shipwrecked Laconia crew, I will not attack the providing. I am not being attacked by ship or air forces. I picked up 193 men, 4 South, 1126 West, German Submarine. Jetzt haben wir es getan. Wir haben allen unsere Position verraten. Wir hoffen, dass die Schiffe, die uns zur Hilfe eilen, uns freundlich gestimmt sind. Hartenstein verblieb für 2,5 Tage an Ort und Stelle, um auf die von Dönitz anbefohlenen U-Boote zu warten. Am 15.09.1942 um 11.30 Uhr traf U-506 am Unglücksort ein. Wenige Stunden darauf folgte U-507 und das italienische U-Boot. Unverzüglich übernahmen die drei U-Boote Schiffbrüchige und nahmen die Rettungsboote in Schlepp. Herr Kaloy, deutsches U-Boot in Sicht. Wir eilen durch die enge Röhre, vorbei an Schiffbrüchigen, die überall einen kleinen Platz gefunden haben. Die Leiter rauf zum Turm. Jawohl, ein deutsches U-Boot. Wir haben Hilfe bekommen. Dönitz hat uns Kameraden geschickt. Das U-Boot kommt näher. Über die Flüstertüte begrüßen wir uns. Erich, schön dich zu sehen. Er erwidert: Werner, wir kommen, um zu helfen. Es ist alles vorbereitet. Wir nehmen jetzt die Schiffbrüchigen auf. Die U-Boot-Kommandanten hatten ihre U-Boote als neutral nach internationalen Richtlinien gemeldet und aus weißen Bettlaken Rotkreuzflaggen anfertigen lassen, um der Rettungsmission auch Rechtmäßigkeit zu verleihen und um Flugzeugen zu signalisieren, dass es sich um eine Rettung von Schiffbrüchigen handelt, die ab jetzt unter Flagge des Roten Kreuzes durchgeführt wurde. 1WO, lassen Sie weiße Bettlaken mit einem roten Kreuz über das Geschütz spannen und geben Sie es an die anderen U-Boote weiter, auch an das unserer Freunde aus Italien. Die Rettung der Schiffbrüchigen erfolgte sehr schnell, da die Gewässer des Südatlantiks sehr heilreich sind. Die Schiffbrüchigen wurden medizinisch versorgt und mit Wasser und Nahrung versehen. Wir fahren jetzt in Richtung afrikanische Küste. Dort hat das Oberkommando mit den Franzosen vereinbart, dass uns ihre Kriegsschiffe entgegenfahren, um die Schiffbrüchigen zu übergeben. Weitere Versorgung findet bei den Franzosen statt. Wir müssen unseren Auftrag weiterführen. Machen Sie das Boot klar. Wir fahren mit kleiner Fahrt los. Jawohl, Herr Kaloy. Die vier U-Boote fuhren in Richtung afrikanische Küste, um Kriegsschiffen der Vichy-Flotte entgegenzufahren, die zur Rettung eilten. Die Vichy war eine französische Regierung der von Deutschland unbesetzten französischen Zone, die mit dem Nationalsozialisten kooperierte. Die U-Boot-Kommandanten Hartenstein, Würdemann und Schacht meldeten Karl Dönitz unverzüglich Vollzug über die Rettungsmaßnahmen. Am 16. September 1942 in den Morgenstunden wurde das unter Rotkreuzflagge gekennzeichnete U-Boot U-156 von einem US-amerikanischen Seefernaufklärer aus der Luft entdeckt. Herr Kaloy, ein Flugzeug. Ein Ami. Wir eilen erneut auf den Turm. Endlich, ein Flugzeug. Lichtanlage klar machen. Morsen Sie. Schiffbrüchige an Bord benötigen Hilfe.
ob der Ami das verstanden hat. Nur Mut, er hat gesehen, wie viele Menschen sich auf unserem Boot befinden. Der 34-jährige Korvettenkapitän Werner Hartenstein signalisierte dem US-amerikanischen Piloten Lieutenant James D. Harden, dass er Hilfe benötigte, da sich Schiffbrüchige auf dem U-Boot befinden. Harden überflog sehr tief die U-Boote und sah die Menschen an Bord der U-Boote und die in den Rettungsbooten, die sich im Schlepp der U-Boote befanden. Zudem erblickte er und seine Besatzung die Rotkreuzflaggen, die über dem Geschütz gespannt waren. Harden drehte mit seinem Bomber ab und schilderte dem Fall über Funk Wide Awake Field die Situation. Der diensthabende Offizier, Captain Robert C. Richardson III., gab trotz der geschilderten Situation den Befehl Sink Sub, U-Boot versenken. Ein unrechtmäßiger Befehl, der sich, wie sich später herausstellte, als Kriegsverbrechen eingestuft wurde. Lieutenant Harden flog mit 5 weiteren Flugzeugen, bestückt mit Bomben und Wasserbomben, zurück zu dem U-Boot U-156 und den schiffbrüchigen Menschen mit Rotkreuzflaggen mit Auftrag, diese zu zerstören. Man muss nicht erwähnen, dass dieser Befehl den Tod der Schiffbrüchigen, die unter Schutz des Roten Kreuzes standen, bedeutete und auch den Tod der Retter und somit das Ende einer Rettungsmission zur Rettung Schiffbrüchiger. Alle Flugzeuge flogen sehr tief und alle Besatzungsmitglieder der Flugzeuge konnten mit eigenen Augen sehen, dass es sich um voll mit schiffbrüchigen Menschen besetzte U-Boote unter gespannten Rotkreuzflaggen handelte. Bei keinem Besatzungsmitglied siegte die Menschlichkeit über den Zerstörungsbefehl. Obwohl Harden die Situation mit eigenen Augen sah, setzte bei ihm die Menschlichkeit wie zuvor bei Hartenstein nicht ein. Er führte diesen unrechtmäßigen und vor allem unmenschlichen Befehl aus, nahm im Kauf, seine eigenen verbündeten Kameraden zu töten. Herr Calloy, weitere Flugzeuge, schnell, sie fliegen an. Darf das wahr sein? Die Amerikaner haben weitere Flugzeuge geschickt, um uns zu helfen? Herr Calloy, das ist eine Angriffsformation, die greifen uns an. Das kann doch nicht sein, dass sie uns und die ganzen Schiffbrüchigen einfach so angreifen. Ausgeschlossen. Herr Calloy, wir brauchen Befehle. Dann schlagen die ersten Bomben ein. Menschen schreien und werden durch die Luft geschleudert. Ein Rettungsboot hat es erwischt. Die armen Hunde. Direkt darauf schlägt eine Bombe auf unser Boot. Herr Calloy, U-Boot getroffen. Sofortiger Schadensbericht, Männer. Wassereinbruch in den Sektionen. Gegenmaßnahmen einleiten. Der amerikanische Bomber dreht ab, um einen weiteren Angriff zu fliegen. Herr Calloy, was sollen wir denn jetzt machen? Im Boot herrscht Unruhe. Harden versuchte, U-156 zu bombardieren und befand sich im Angriffsanflug. Hartenstein bemerkte die Angriffsversuche und ein britischer Royal Air Force Offizier bat um Kontaktaufnahme mit seinem US-amerikanischen Kameraden. Hartenstein gab dem britischen Offizier einen Handscheinwerfer. Der Offizier morste folgendes. RAF-Offizier vom deutschen U-Boot, Überlebende der Laconia an Bord, Soldaten, Frauen und Kinder. Der britische Offizier war außer sich und bittet uns um Erlaubnis, mit dem Piloten Kontakt aufzunehmen. Lassen Sie den Briten morsen. Der Brite schimpfte lautstark, fassungslos über die Bombardierung seiner Männer. Herr Calloy, der Ami dreht eine Runde. Er kommt zurück. Wir müssen tauchen. Klar zum Tauchen. Frauen und Kinder auf die Rettungsboote. Da werden weitere Wassereinbrüche und Schäden gemeldet. Herr Calloy, wir müssen runter. Schnell. Wir geben den Befehl, nach Verlassen der Frauen und Kinder das U-Boot langsam tauchen zu lassen, um den an Deck befindlichen Männern das Verlassen des Bootes zu ermöglichen. Der britische Offizier bedankt sich und grüßt ein letztes Mal militärisch. Frauen und Kinder in den Booten, auf Tauchstation. Der Turm leert sich und wir steigen als Letzter durch das enge Turmlot, schließen die Luke und steigen hinab in die Zentrale. Unsere Männer haben alles vorbereitet. Das Boot taucht langsam unter Wasser. Herr Calloy, Turm unter Wasser. Auf Tiefe gehen. Das Boot sinkt hinab in die sichere Dunkelheit. Herr Calloy, Wassereinbrüche unter Kontrolle, Schäden werden aufgenommen. Keine Gefahr für unser Boot. Beide Maschinen volle Fahrt voraus, Kurs wechseln und verstecken. Auch das veranlasste Lieutenant Harden nicht, von dem Angriff auf die U-Boote, die unter Rotkreuzflagge stehend waren, abzulassen. Auch die Morsesignale des britischen RAF-Offiziers mit der Botschaft, dass sich britische Soldaten, Frauen und Kinder an Bord des deutschen U-Bootes befinden, ließ Lieutenant Harden kalt. Diese Tatsache führte nicht zum Abbruch des Angriffes, im Gegenteil. Bei dem Überflug und Bombardierungsversuch klingten die Bomben aus. Sie trafen ein in Schlepp befindliches Rettungsboot, töteten die Schiffbrüchigen. Eine weitere Bombe traf U-156 und beschädigte es.
Obwohl das eigene Schiff angegriffen und schwer beschädigt war, musste aufgrund des Treffers und Wassereinbrüche alle schiffbrüchigen Menschen das U-Boot verlassen. Hartenstein ließ aber nicht sofort tauchen. Er setzte Frauen und Kinder in die Rettungsboote, kappte nach Besteigen die Taue und tauchte dann langsam ab, um den anderen Schiffbrüchigen die Möglichkeit zu geben, sich von dem U-Boot in Sicherheit zu bringen. Obwohl er seine gesamte Besatzung in akute Lebensgefahr durch seine Befehle brachte, hatte Hartenstein bis zum Schluss die Menschlichkeit im Auge. Denn in erster Linie sind Soldaten Menschen und müssen immer menschlich handeln. Zudem fühlte er sich, dem Seefahrerkodex Schiffbrüchigen Hilfe zu leisten, näher als seinem militärischen Auftrag. Ein Kind, welches die Bombardierung überlebte und gerettet werden konnte, sagte Folgendes aus. Der Kommandant kam mit einem Megafon an Deck und rief in hervorragendem Englisch: Ich bitte alle Frauen und Kinder an Bord. Können Sie sich das vorstellen? Der Feind sagt sowas? Der Sprecher nannte dieses einwandfrei ermittelte Kriegsverbrechen eine Tragödie. Eine menschliche Tragödie. Diese Bezeichnung ist ein Schlag ins Gesicht der Frauen, Kinder, britischen Soldaten, Polen, Kriegsgefangene und Retter. U-157 tauchte ab und brachte die Wassereinbrüche unter Kontrolle. Auch hier ließ der US-amerikanische Pilot keine Gnade walten, da sich auf der Wasseroberfläche Menschen im Wasser und auf Rettungsbooten befanden und diese durch die Unterwasserexplosion Schaden nehmen. U-506 und U-507 meldeten den Vorfall über Funk. Würdemann und Schacht bekamen Befehl, das U-Boot alarmtauchklar zu halten, da ein Angriff auf Retter und Gerettete jederzeit erfolgen könnte. Dönitz war mit seinem Stab noch damit beschäftigt, über den Umfang der Rettungsmöglichkeiten zu sprechen, da meldete Würdemann, dass sein U-Boot ebenfalls von US-amerikanischen Bombern angegriffen werde. Dank des pflichtbewussten Ausguckes konnte Schlimmeres verhindert werden. Die ersten Wasserbomben fielen auf das Boot, als es sich bereits in über 60 Meter Tiefe befand. Das U-Boot unter Kommando von Würdemann hatte 142 Schiffbrüchige mit auf Tauchfahrt genommen, obwohl das Boot für eine solche Zahl an Passagieren nicht ausgelegt war. Würdemann beratschlagte sich mit dem leitenden Ingenieur und man entschloss sich, trotz eines enormen Restrisikos, dafür die Schiffbrüchigen nicht von Bord zu schicken und rettete diesen Menschen zweifelsohne das Leben. Die überlebenden Schiffbrüchigen konnten später den Kriegsschiffen der französischen Vichy-Regierung unversehrt übergeben werden. Am 17.09.1942 entließ Karl Dönitz Hartenstein offiziell aus der Rettungsaktion. Am Abend wurde den Kommandanten Würdemann und Schacht folgendes Telegramm von Dönitz übermittelt. Keine Rotkreuzflagge zeigen, da nicht international vorgesehen. Auf keinen Fall und am wenigsten beim Engländer Gewehr Verschonung bitten. Nach Umsetzung Status des Bootes übermitteln. Obwohl seine U-Boote von US-Amerikanern angegriffen wurden, gab Dönitz Befehl, die Rettungsmission weiter fortzusetzen. Eine große menschliche und seemännische Entscheidung eines Oberbefehlshabers, der sich mit seiner Flotte in einem Krieg befand. Kein anderer Befehlshaber der Welt hat eine solch menschliche Entscheidung getroffen. Die Besatzung des Flugzeuges unter Harden wurde für die angebliche Versenkung von U-156 mit Orden ausgezeichnet. In Wirklichkeit hatten diese Helden nur zwei Rettungsboote mit unzähligen schiffbrüchigen Menschen bombardiert und getötet. Insgesamt konnten über 1000 Menschen, darunter die Frauen und Kinder, durch die deutsche Kriegsmarine und die französische Vichy-Regierung bei diesem Unglück gerettet werden. Die U-Boote kamen ihrem eigentlichen militärischen Auftrag nach. Sie befanden sich erneut auf Feindfahrt. U-156 unter Korvettenkapitän Hartenstein versenkte nur drei Tage später, am 19. September 1942, das britische Schiff Quebec City. Obwohl Werner Hartenstein bereits die schreckliche Erfahrung mit den Alliierten und ihren unmenschlichen Verhalten gemacht hatte, hielt es ihn und seine Besatzung nicht davon ab, die Schiffbrüchigen der Quebec City zu retten. 40 Männer wurden aufgegriffen. Hartenstein versorgte die Männer mit Seekarten, Alkohol und Zigaretten, erklärte ihnen die Route, die sie zu fahren hatten, und verabschiedete sich mit den Worten: Eine gute Seereise und sichere Heimkehr. Wir hoffen, sie in einer friedlicheren Zeit wiederzusehen. So der Überlebende David Jones, der Korvettenkapitän Hartenstein ein Buch widmete mit dem Titel The Enemy We Killed My Friend. Zu Deutsch: Den Feind, den wir töteten, war mein Freund. Auch hier zeigte Werner Hartenstein überdurchschnittliche Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten. Obwohl er wusste, dass der Feind, den er zu bekämpfen hatte, dieses hohe Maß an Menschlichkeit nicht besaß. Das waren sie also, die blutrünstigen Deutschen, wie die US-Amerikaner die Deutschen sahen und in dem Film das Boot darstellen wollten.
scheiterte sofort am Buchheim. Also die hat gesagt, mit diesen Arschlöchern mache ich doch mein Boot nicht. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Soweit ich weiß, weil die Amerikaner die Deutschen zu sehr als stereotype Nazis da verkaufen wollten. Da hat Buchheim nicht mitgemacht. Die Entstehungsgeschichte, soweit ich sie weiß, vom Boot war so, dass die Amerikaner das ja drehen wollten. Die hatten aber eine Drehbuchvorstellung, die war also ziemlich grausam. Wollten also nur von blutrünstigen Deutschen sprechen, die ungefähr so ihre Opfer essen zum Abend zum Tisch. Doch die Realität zeigt tatsächlich das genaue Gegenteil. Nicht die deutschen Soldaten waren diese blutrünstigen Mörder. Die Deutschen hatten stattdessen eine hohe Kampfmoral, ritterliche Einstellung und handelten menschlich, wie wir am Beispiel Werner Hartensteins deutlich sehen können. Wie die Amerikaner zur Einhaltung der internationalen Regeln des Krieges standen, können wir der Geschichte entnehmen. Zu dem Verbrechen kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Doch auch das hohe Maß an Menschlichkeit rettete Werner Hartenstein nicht das Leben. Er und seine Besatzung fanden am 8. März 1943 im Westatlantik durch ein Flugboot den Heldentod. Alle 53 Besatzungsmitglieder, inklusive dem 35-jährigen Korvettenkapitän und Träger des Ritterkreuzes, des Eisernen Kreuzes, starben im Bauch von U-156. Sein Großmut beflügelte nicht nur die geretteten Menschen, die ihm über seinen Tod hinaus ewige Dankbarkeit zuteilwerden ließen. Das überlebende Mädchen Helen Charles, welches von Hartenstein gerettet worden war, hielt an einer deutschen Schule einen Vortrag zu den Geschehnissen im Atlantik 1942. Sie bezeichnete den Korvettenkapitän Werner Hartenstein als Helden. Ein Titel, dem Hartenstein gleich mehrfach gerecht wurde. 1943 betrauerte die deutsche Kriegsmarine und die Welt einen Menschen, der große Menschlichkeit in Zeiten eines totalen Krieges zeigte. Doch die Rolle des Helden der Menschlichkeit, des Werner Hartensteins, wird in der Geschichte untergehen. Nach den verheerenden und schonungslosen Angriffen der US-Amerikaner auf die deutschen U-Boote, ihre Retter und Geretteten, veränderte der Krieg sich verheerend und zum absoluten Nachteil der Menschlichkeit. Admiral Karl Dönitz musste jetzt neue Befehle an seine U-Boot-Fahrer übermitteln. Der in die Geschichte eingehende und nach dem versenkten Schiff benannte Laconia-Befehl trat in Kraft und besagte: Jeglicher Rettungsversuch von Angehörigen versenkter Schiffe, also auch Aufwischen von Schwimmenden und Anbordgabe auf Rettungsboote, Aufrichten gekenterter Rettungsboote, Abgabe von Nahrungsmitteln und Wasser, haben zu unterbleiben. Rettung widerspricht den primitivsten Forderungen der Kriegsführung nach Vernichtung feindlicher Schiffe und Besatzungen. Befehle über Mitbringung Kapitäne und Chefingenieure bleibt bestehen. Schiffbrüchige nur retten, falls Aussagen für Boot von Wichtigkeit. Hart sein, daran denken, dass der Feind bei seinen Bombenangriffen auf deutsche Städte, auf Frauen und Kinder keine Rücksicht nimmt. Admiral Karl Dönitz ließ durch diesen Befehl, der viel Handlungsfreiheit gewährte, da er Punkt 2 und 3 explizit in den Befehl verfasste. Hier konnte jegliche Rettung Schiffbrüchiger durch die Kommandanten durch Wichtigkeit über Aussagen der Schiffbrüchigen gerechtfertigt werden. Bedeutet, dass man Kommandanten nicht zur Rechenschaft ziehen konnte, wenn sie Rettung anordneten, der durch die Wichtigkeit von Aussagen der Geretteten rechtfertigte. Die Definition von wichtigen Aussagen ist in diesem Falle Auslegungssache. Dönitz gab seinen Offizieren dadurch eine Handlungsfreiheit, die im Zweifel immer menschlich entschieden werden konnte. Doch für diesen Befehl wurde Admiral Karl Dönitz von den Alliierten vor den Nürnberger Prozessen angeklagt und sie machten ihn für ein Kriegsverbrechen verantwortlich, da die Briten diesen Befehl wissentlich falsch auslegten. Dönitz wurde von allen Vorwürfen der Kriegsverbrechen seiner Seite und der Seite seiner U-Boot-Fahrer vor den Nürnberger Prozessen freigesprochen. Dazu später aber mehr. Schauen wir nun auf den Befehl, den der US-amerikanische Offizier Robert C. Richardson, der Dritte, erteilte und von Lieutenant Hardin ausgeführt wurde. Dieser Befehl ist von dem US Naval War College explizit aufgearbeitet worden und in den herausgegebenen internationalen War Studies im Kapitel 3, die Marinepraktiken der Kriegsführenden im Zweiten Weltkrieg, rechtliche Kriterien und Entwicklungen, folgendermaßen beurteilt. Ab Seite 93 ist Folgendes zu entnehmen. Es wurde angegeben, um den von ihm am 17. September 1942 erlassenen Laconia-Befehl handelte, während er als Kommandeur der deutschen U-Boot-Streitmacht diente. Mit Bezug auf die Rettungsaktion von Schiffbrüchigen der Laconia auf Seite 93, die Laconia hatte 1800 italienische Kriegsgefangene an Bord. Als Hartenstein von Überlebenden erfuhr, was er getan hatte, leitete er eine Rettung ein. Der Kapitän des U-Bootes schickte eine Reihe von Klartextnachrichten, in denen er um Hilfe bei der Rettung bat und versprach Immunität für Schiffe, die zum Ort des Geschehens geschickt wurden. Vorausgesetzt, er selbst wurde nicht angegriffen.
Seite 94, 95. Admiral Dönitz befahl anderen U-Booten und Vichy-Franzosenschiffe zur Rettung. Die Regierung wurde gebeten, Hilfe aus Dakar zu schicken. Die U-Boote übernahmen dann die Hauptrolle bei den Rettungseinsätzen, zu denen auch das Abschleppen von Rettungsbooten zu der afrikanischen Küste gehörte. Dies lenkte die U-Boote natürlich von ihrem regulären Kriegseinsatz ab. Der Bericht von Captain Roskill geht weiter. Alles lief gut, bis am nächsten Nachmittag, 16. September, die amerikanische Armee eintraf. Flugzeuge von der neu errichteten Basis auf Ascension Islands kamen an und flogen um die aufgetauchten U-Boote etwa eine Stunde lang und griffen dann U-156 mit Bomben an. Es ist ebenso unmöglich, diese Tat zu rechtfertigen, wie es schwierig ist, zu erklären, warum sie begangen wurde. Im Jahre 1960 äußerte sich die Historical Division der US Air Force hierzu. Vorfall. In einer Zusammenfassung der Einsätze von Ascension Island heißt es, dass am Morgen des 16. September 1942 eine B-24 der US Army Air Force um 5 Uhr ein U-Boot sichtete. Das U-Boot, das zwei Rettungsboote schleppte, war gerade dabei, zwei weitere aufzunehmen, zeigte eine weiße Fahne mit rotem Kreuz. Das U-Boot zeigte bei der Herausforderung keine Nationalflagge. Das Flugzeug verließ den Ort des Geschehens und kontaktierte Ascension. Da sich bekanntermaßen keine eigenen U-Boote in der Gegend aufhielten, wurde das Flugzeug zum Angriff angewiesen. Der Offizier, der den Angriffsbefehl erteilt hat, und der Flugzeugkommandant, der den Angriff durchgeführt hat, hat sich jeweils auf den ersten Blick eines Kriegsverbrechens schuldig gemacht. Das Verhalten des Flugzeugkommandanten ist völlig unentschuldbar, da er die Rettungsaktion beobachtet haben muss. Während der Zeit, in der sie an einer solchen Operation beteiligt sind, sind feindliche Schiffe keine rechtmäßigen Angriffsobjekte mehr. Die Tatsache, dass die US-Armee Luftstreitkräfte keine Maßnahmen ergriffen haben, um diesen Vorfall zu untersuchen und keine Gerichtsverfahren stattgefunden haben, ist untragbar. Nach dem damals geltenden inländischen Militärgesetz, den Kriegsartikeln, handelte es sich um eine ernste Angelegenheit, eine Reflexion über die gesamte militärische Befehlskette. Der Versuch von Dönitz und Hartenstein, eine Rettungszone einzurichten, war rechtmäßig und eine Immunität wirksam gewesen. Wäre da nicht der Bombenanschlag gewesen? Viele der Angehörigen der Laconia, darunter italienische Kriegsgefangene und britische Militärangehörige, wurden gerettet, in einem Versuch, der die höchsten humanitären Traditionen veranschaulicht. Die Rettung entsprach völlig dem zentralen Ziel des Gesetzes der bewaffneten Konflikte, um eine unnötige Zerstörung menschlicher Werte zu verhindern. In Ergänzung zur Zerstörung, die mit der Vereitelung des Rettungsversuchs verbunden war, das Vorgehen der USA und ihren Luftstreitkräften der Armee führte zur Erteilung des Laconia-Befehls und den darauffolgenden Maßnahmen, der unzählige Todesfälle alliierter Seeleute verursachte. Admiral Dönitz wurde wegen dieses Befehls angeklagt. Obwohl die US-Amerikaner den Vorfall als Kriegsverbrechen einstuften, kam es nie zu einem Prozess gegen Captain Richardson oder Lieutenant James D. Harden wegen Kriegsverbrechen. Captain Richardson rettete sich aus diesem Vorfall, indem er behauptete, dass er nie von einer Rettungsmission unter Rotkreuzflagge wusste, obwohl Lieutenant Harden ihm explizit die über dem Geschütz hängende Rotkreuzflagge informierte. Die US-Amerikaner relativierten zunächst dieses eindeutige Kriegsverbrechen mit der Äußerung, dass nach der Hagener Konvention nur Schiffe als Lazarettschiffe geschützt sind, wenn ihre Bezeichnung und Name bekannt, die Bordwände mit einem gut sichtlichen Rotkreuz-Emblem versehen und sie nicht für andere Zwecke benutzt werden könnten. Eine reine Formalität und Auslegung veranlasste also den befehlshabenden Offizier Richardson, einen verbrecherischen Befehl an den Bomberpilot Lieutenant Harden zu übermitteln, der diesen verbrecherischen Befehl umgehend und wissentlich ausführte. Captain Richardson wurde im Jahre 1949 zum Colonel befördert und wurde erster Luftschlagplaner in der NATO und plante ab diesem Zeitpunkt Luftschläge in Europa. Ein Mann, der sich eines schlimmen Kriegsverbrechens mittels Bomberflugzeuge schuldig machte, wurde für die Planung von Luftschlägen in Europa zuständig. Ein Mann, der den militärischen Auftrag offensichtlich über das Leben stellt, bekleidete jetzt so eine Position. Nicht auszudenken, wie viele Menschen er in den Tod geschickt hätte, wenn bei einem neuen Krieg auf europäischem Boden gegen die Sowjets ausgebrochen wäre. Zum Glück konnte Richardson seine Verachtung für das menschliche Leben nicht zum Ausdruck bringen, da der Kalte Krieg kalt blieb. Doch wenn man auf der US-amerikanischen Seite schnell und unerbittlich vermeintliche deutsche Kriegsverbrechen ahndete, nahm man es mit der Anklage gegen seine eigenen Soldaten und die seiner verbündeten Streitkräfte nicht so genau. Während sich nur ein Kommandant eines U-Bootes U-852 der Kriegsmarine einen möglichen Kriegsverbrechen schuldig machte und erschossen wurde, nachträglich gab es berechtigte Zweifel an der Verurteilung, kam es auf alliierter und japanischer Seite zu häufigen Kriegsverbrechen.
Die Liste der Kriegsverbrechen gegen Angehörige der deutschen Wehrmacht zur See ist lang. Hier nur einige wenige, die sehr brisant sind und zeigen, wie unerbittlich dieser Krieg seitens der Alliierten geführt wurde. Die Quelle für diese Verbrechen ist die Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, die wir jetzt zitieren. 13. bis 14.04.1940, Norwegen. Im Kampf gegen einen britischen Flottenverband mit dem Schlachtschiff Warspite und dem 9. Zerstörer Icarus, Hero, Foxhound, Kimberley, Forester, Beduin, Punjabi, Eskimo, Cossack gehen 8 deutsche Zerstörer der Navic-Gruppe verloren. Warspite, Beduin und Eskimo versenkten Erich Kölner. Cossack und Foxhound versenken Erich Giese. Auf die Schiffbrüchigen des deutschen Zerstörers Erich Giese wird dabei geschossen. Dasselbe wurde auch über die Schiffbrüchigen der anderen Zerstörer gemeldet. Aber von der deutschen Wehrmachtsuntersuchungsstelle ist nur der Fall Erich Giese dokumentiert und anerkannt worden. 12.05.1941 Mittelmeer. Der griechische Motorsegler Osia Paraskevi, unterwegs mit 7 griechischen Besatzungsmitgliedern und 4 deutschen Soldaten von Kastron, Insel Lemmos, nach Kavala, wird von dem britischen U-Boot Orqual, während die griechische Besatzung von Bord gehen darf, werden die Deutschen mit Handfeuerwaffen gezwungen, an Bord zu bleiben und unter Deck geschickt. Anschließend wird der Segler mit dem Turmgeschütz versenkt. Die deutschen Soldaten werden bei ihrem letzten Fluchtversuch mit Maschinengewehr beschossen und getötet. 9.07.1941, Mittelmeer, Aegis. Das britische U-Boot Torbay versenkt auf seiner 3. Feindfahrt in der Aegis eine ganze Reihe von Motorseglern, die 75 deutschen Soldaten zum Festland bringen sollen, mit Artillerie und Sprengpatronen. Den deutschen Soldaten wird nicht erlaubt, das Boot zu verlassen. Am 9.7. bringt es wiederum einen der kleineren vor Kreta aus nordwärts fahrenden deutschen Motorsegler auf. Ein Enterkommando durchsucht das Schiff und bringt anschließend die Sprengladung an. 7 deutsche Soldaten, die einer Gebirgsdivision auf Kreta angehören, gelingt es sich, in ein Schlauchboot zu retten. Erbarmungslos gibt der U-Boot-Kommandant daraufhin den Befehl, sie mit Maschinengewehren zu erschießen. Obwohl sich der erste Wachoffizier und ein Seemann weigern, werden, wie auch im Kriegstagebuch vermerkt, die deutschen Schiffbrüchigen liquidiert. Zu einem Verfahren gegen Kapitän Mias wegen Verstoßes gegen das Völkerrecht kommt es nicht. 8.04.1942, Westatlantik. Der US-Zerstörer Roper sichtet ein an der amerikanischen Küste operierendes deutsches U-Boot. Das U-Boot verfehlt den Zerstörer mit einem Torpedo. Durch anschließendes Artilleriefeuer erhält U-85 vernichtende Treffer. Der größte Teil der Besatzung kann das Boot rechtzeitig verlassen. Etwa 40 Besatzungsmitglieder schwimmen im Wasser, als das U-Boot sinkt. Daraufhin überläuft der Zerstörer die Untergangsstelle und wirft, obwohl von dem gesunkenen U-Boot keine Gefahr mehr ausgehen kann, 11 Wasserbomben, durch deren Detonation alle im Wasser schwimmenden Schiffbrüchigen getötet werden. Am nächsten Morgen werden an der Untergangsstelle des U-Bootes nur noch 29 Leichen aus dem Wasser geborgen. Eine gerichtliche Untersuchung gegen den Kommandanten des Zerstörers wurde nicht eingeleitet. 6. und 7. Mai 1943 Nordatlantik. Während der Schlacht um den Konvoi ONS-5 sichtete der britische Zerstörer Orby kurz vor 3 Uhr das deutsche U-125, Kapitänleutnant Volkers, im dichten Nebel mit Radar und rammt das U-Boot mit geschätzter Geschwindigkeit von 20 Knoten. Doch das U-Boot übersteht den Angriff und setzt ein Notsignal ab. Der BDU ordnete 4 Boote zu Hilfe, die bis zum Morgengrauen nach U-125 suchten. Um 3.54 Uhr ortete die britische Korvette Snowflower das nicht getauchte U-Boot in kurzer Entfernung. Ihre Suchscheinwerfer beleuchteten ein schwer beschädigtes U-Boot, das offenbar bereits sinkt. Die Korvette unternimmt einen Rammstoß, doch das U-Boot weicht aus. Die Besatzung von U-125 schlägt danach Sprengladung zur Selbstversenkung an und verlässt ihr Boot. Die britische Korvette Snowflower taucht am Schauplatz auf. Der Kommandeur der Korvette gibt Funkspruch über die Lage an den Escort Commander auf HMS Tay und erhält die Antwort: Keine Erlaubnis zur Rettung der Schiffbrüchigen. Die Mannschaft von Kapitänleutnant Volkers und U-125 ist daraufhin ertrunken. 15. bis 21.06.1944 Ostsee. Sowjetischer Angriff gegen die karelischen Landenge vorgelagerten Insel. Bei einem Angriff sowjetischer Torpedokutter geht das deutsche Torpedoboot T-31 verloren. Der Angriff ereignete sich am 20.06.1944 um 0.03 Uhr. 2 russische Torpedokutter des Types D-3 kommen in günstige Position zum Torpedoschuss. 2 Torpedos treffen das Flottentorpedoboot T-31 in voller Fahrt mittschiffs zwischen Kessel 1 und 2. Das Boot wird in 2 Teile zerrissen und sinkt in kürzester Zeit. Die russischen Torpedokutter waren TK-37 und TK-60.
Ihre Einheit gehörte zu einer Deckungsgruppe von Schnellbooten, welche die Besatzung der Insel Nawa sichern sollte. Die deutschen finnischen Streitkräfte wussten von der Besetzung durch russische Streitkräfte nichts. Nach dem Untergang von T-31 standen unter anderem Boote des Oberleutnant Vasiljev und Oberleutnant Borogo an der Untergangsstelle. Die Überlebenden wurden durch die sich einnebelnden Torpedokutter der baltischen Rotbannerflotte wie folgt behandelt. Die russischen Boote fuhren ohne Rücksicht über die im Wasser treibenden Seeleute. Besatzungsmitglieder der russischen Torpedokutter zogen Überlebende aus dem Wasser, erschossen die Gefangenen und warfen sie zurück ins Wasser. Andere russische Besatzungsmitglieder veranstalteten ein regelrechtes Zielschießen auf die im Wasser treibenden Schiffbrüche. Hilflosen wurden dadurch getötet oder verletzt. Ein an Bord gezogener deutscher Überlebender soll mit der Waffe an der Schläfe gezwungen worden sein, auf seine im Wasser treibenden Kameraden zu schießen. Insgesamt wurden 6 Gefangene gemacht und nach Russland in Kriegsgefangenschaft gebracht. Nur einer von ihnen kam zurück. Ein Teil der Besatzung wurde von finnischen Schnellbooten an der Untergangsstelle gerettet, nachdem sie bis zu 6 Stunden im Wasser getrieben waren. 7.10.1944, Mittelmeer, Ägäis. Die Besatzung einer Do-24 J9 plus DA der 7. Seenotrettungsstaffel sichtete im Golf von Saloniki ein Floß, auf dem sich 2 Männer befinden. Aus dem Wasser ragen Köpfe, die aus angelegten gelben Schwimmwesten zu erkennen sind. Die Maschine wassert sofort. Auf dem Floß sitzt ein Marineoffizier und ein Obersteuermann. Das Rettungsflugzeug nimmt die Seeleute auf dem Floß sowie weitere 25 im Wasser treibende Marineangehörige an Bord. 10 der Soldaten sind durch Schusswunden schwer verletzt worden. Nach Auskunft des Offiziers, Leutnant zur See Hans-Joachim Westphalen, bildeten sie den Rest von ehemals 142 Besatzungsmitgliedern des unter deutscher Flagge fahrenden Torpedobootes TA-37 unter Oberleutnant zur See Fritz Goldammer. Die geretteten Matrosen berichteten, dass sie von den britischen Zerstörern Tergamant und Tuscan mit Maschinenwaffen beschossen worden seien, nachdem sie bereits im Wasser trieben. Mittels Megafons sei ihnen von Bord zugerufen worden: Wir kommen wieder. 28.09.1942 Südatlantik. Vor der Küste Brasiliens versenkte das deutsche U-15 Kapitänleutnant Biebe mit der Deckskanone ohne Warnung den brasilianischen Frachter Antonico, der in der Charta für Pan Am Airways mit einer Ladung Zement und Asphalt von Belém nach Paramaribo, Suriname, unterwegs ist. Die Besatzung verlässt den Frachter sofort in kleinen und 2 großen Rettungsbooten. Nach Aussage der Überlebenden sind daraufhin die Boote mit Artilleriefeuer belegt und das Rettungsboot mit dem Käpt'n versenkt worden. Die im Wasser treibenden Schiffbrüchigen wurden von den anderen Rettungsbooten aufgenommen und die Boote erreichten die brasilianische Küste am 29.09.1942 ohne weitere Zwischenfälle. 2 Mann starben später an ihren Verwundungen. 24 von 40 überleben. 2 voneinander unabhängige Untersuchungen, eine 1947 im Auftrag der britischen Behörde, die zweite 1969 im Auftrag der deutschen Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen, Ludwigsburg, stellen fest, dass die Überlebenden zu Unrecht davon ausgegangen sind, in ihren Rettungsbooten direkt unter Beschuss genommen worden zu sein. Bei Verlassen des Frachters gerieten sie vielmehr in Schusslinie auf den Frachter. Der Fall wurde auch beim US Naval Department zu den Akten genommen und nach Nürnberg in keinem weiteren Kriegsverbrecherprozess vorgetragen. Die Liste der Kriegsverbrechen ist lang und wir wollen nicht weiter auf diese grausamen Verfehlungen gegen die Menschlichkeit eingehen. Es muss betont werden, dass jedes vermeidbare Opfer dieses Krieges ein verlorenes Leben zu viel ist, egal auf welcher Seite der Mensch gestanden hat und welche Seite sein Leben beendete. Wenn die Menschlichkeit versagt, stehen eben solche schrecklichen Fälle in der Geschichte der Menschheit. Lag das Verletzen der Menschlichkeit daran, dass die Alliierten den deutschen Feind entmenschlicht haben? Haben sie doch ihren Soldaten von den schlimmen Taten der Deutschen erzählt und geschickt eingesetzt, um die Kampfmoral und den Siegeswillen gegen die deutschen Soldaten und Zivilbevölkerung zu steigern und gnadenlos durchzusetzen. Eine typische amerikanische Vorgehensweise. Der Feind wird entmenschlicht und es wird eine Grundlage geschaffen, um den Feind zu verteufeln. So auch im Jahre 1962. Die USA starteten den ersten bemannten Raumflug. Der Astronaut John Glenn war der Liebling der Amerikaner und flog ins All. Sollte dort etwas schiefgehen und Glenn scheitern, dann hatte die CIA einen Plan in der Hinterhand, warum das Unterfangen scheiterte. Dieser Plan nannten sie Dirty Trick. Dieser Plan, der erst in den 90er Jahren freigegeben wurde, ging als teuflischer Plan in die Geschichte der USA ein. Wäre er umgesetzt worden, dann hätte die USA die gesamte Menschheit mit ins Verderben gerissen. Man wollte bei einem Scheitern der Mission Fidel Castro verantwortlich machen und infolgedessen Kuba angreifen. Doch die Sowjets hätten das nicht toleriert und mit Atomwaffen zurückgeschlagen, so die US-amerikanischen Analysten. Sie errechneten ebenfalls, dass durch die sowjetischen Angriffe mehr als 150 Millionen US-Amerikaner sterben werden. Sie nahmen das Risiko in Kauf und der Plan blieb in Kraft. Zum Glück konnte Glenn seine Mission erfolgreich beenden und die US-amerikanische Bevölkerung ihren Helden auf der Erde willkommen heißen. Man muss feststellen, dass Kriege das Schlimmste im Menschen hervorrufen können. Doch eben auch die menschlichen Taten in Anbetracht einer unmenschlichen Zeit finden eben in diese Geschichte ihren Weg
Und diese großen menschlichen Taten sollten uns als Vorbild dienen und nicht die schrecklichen Taten, die den Tod von Unschuldigen nach sich zogen. Eine solche großmütige Tat hatte der deutsche U-Boot-Kommandant Korvettenkapitän Werner Hartenstein mehrfach bewiesen und war somit ein Vorbild für alle Menschen, die in diesem Krieg gerissen wurden. Er stellte das Leben seiner ihm anvertrauten Mannschaft, die Unversehrtheit seines eigenen U-Bootes, seinem militärischen Auftrag und nicht zuletzt seines eigenen Lebens in den Hintergrund, um Menschen zu retten. Dabei machte er keinen Unterschied, ob es sich um Verbündete, Feinde oder Frauen und Kinder handelte. Ein großer Akt der Menschlichkeit, welcher beispielhaft für alle Menschen in Uniform ist. Denn auch Soldaten sind in erster Linie Menschen und dann erst Soldaten. Man darf nie vergessen, dass das Gegenüber in einem bewaffneten Konflikt ebenfalls ein fühlendes menschliches Wesen ist. Eine Mutter sowie Vater hat, gegebenenfalls sogar Vater einer eigenen Familie ist, die sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres geliebten Menschen wartet und nicht zuletzt hofft. Nicht zuletzt lässt solche vorbildliche Haltung von Werner Hartenstein Hoffnung zu, dass selbst in einer schlimmen Zeit die Menschlichkeit nicht verloren ist. Wie schwer diese Zeit auch sein mag, die Menschen aller Nationen halten in schwerster Stunde doch zusammen und vergessen zumindest temporär, dass sie eigentlich einander zu töten haben. Kommen wir nun zu Karl Dönitz und dem auf die Versenkung resultierenden Befehl des gleichnamigen von Hartensteins versenkten Schiffes Laconia. Karl Dönitz musste sich für diesen Befehl vor dem Nürnberger Prozess verantworten. Zunächst legten die Briten diesen Befehl falsch aus und behaupteten, dass Dönitz durch diesen Befehl indirekt den Auftrag erteilte, feindliche Schiffbrüchige zu vernichten. Sogar zwei deutsche Soldaten bestätigten das gegenüber der Beweisführung. Diese Zeugen wurden sehr schnell der Unglaubwürdigkeit überführt. Sie gaben zu, gelogen zu haben. Dönitz beteuerte seine Unschuld und dass er nie einen solchen Befehl an seine U-Boot-Fahrer herausgegeben hat. Wir wussten in der U-Bootswaffe, dass wir gegen die großen Seemächte einen ganz harten Kampf zu führen hatten. Deutschland hatte ja nichts anderes für diesen Seekampf als die U-Boote. Das war notwendig, um eine ganz hohe Moral, eine ganz hohe Kampfmoral zu erzielen. Denn sonst hätten wir den schweren Kampf und die enorm hohen Verluste, die das Diagramm ja gezeigt hat, moralisch gar nicht durchstemmen können. Wir haben aber diese hohen Verluste und das trotzdem das Weiterkämpfen, weil es eben sein musste, durchgehalten und uns immer wieder durch begeisterte oder von sittlichen Ernst erfüllte Freiwillige ergänzt, weil eben die Kampfmoral so hoch war. Und nie hätte ich erlaubt, dass diesen Männern irgendein unsittlicher, die Kampfmoral verletzender Befehl gegeben worden wäre. Geschweige denn, dass ich selbst einen solchen Befehl gegeben hätte. Denn mein ganzes Streben war ja, diese Kampfmoral hochzuhalten. Sie sagten, die U-Boot-Waffe ergänzte sich aus Freiwilligen. Wir haben praktisch nur Freiwillige. Auch in der Zeit der höchsten Verluste? Auch in der Zeit der höchsten Verluste. Auch in der Zeit, wo jeder wusste, dass er durchschnittlich höchstens zwei Unternehmungen macht, bis er verloren geht. Wie hoch waren die Verluste? Wir haben meiner Erinnerung nach im Ganzen 640 oder 670 Kriegsverluste gehabt. Und bei Mannschaften? Wir haben im Ganzen in der U-Bootswaffe 40.000 Mann gehabt. Von diesen 40.000 Mann sind 30.000 nicht zurückgekehrt. Von diesen 30.000 sind 25.000 gefallen und nur 5.000 in Gefangenschaft gekommen. Zudem konnte nicht ansatzweise die Vernichtung von Schiffbrüchigen dort hinein interpretiert werden. Die in Gefangenschaft befindlichen U-Boot-Kommandanten erhielten von der Anklage Kenntnis. Die U-Boot-Kommandanten sagten einheitlich aus, dass sie von Admiral Karl Dönitz angewiesen wurden, den Krieg stets nach Völkerrecht zu führen. Nach diesen Anweisungen haben sich die deutschen U-Boot-Kommandanten gerichtet. Die U-Boot-Kommandanten hatten das Selbstverständnis, dass sie als Soldaten den Auftrag hatten, feindliche Schiffe zu versenken und nicht den Krieg gegen Menschen zu führen. Schiffbrüchige hatten viel mehr von den deutschen Soldaten Hilfe zu erwarten, soweit es in ihren Möglichkeiten war. Kapitänleutnant Heinrich Röteler, kommandierender Offizier von U-1023, hatte aus der Gefangenschaft heraus eine Petition gestartet, in der alle noch lebenden U-Boot-Kommandanten eidesstattlich versicherten, dass Dönitz nie einen solchen Befehl erteilt hatte und sie ihn auch nicht so verstanden haben.
Diese Petition wurde der Anklage in Nürnberg vorgelegt. Die U-Boot-Kommandanten Kapitänleutnant Heinrich Schrötele, U-1023, Kapitänleutnant Rolf Thomsen, U-1202, Korvettenkapitän Hans Röding, Chef der 7. U-Boot-Flottille, sagen im Interview mit Karl Höfkes zu diesem Befehl aus. Diese Interviews sind auf dem YouTube-Kanal von Karl Höfkes zu sehen. Link in der Videobeschreibung. Doch erst als kein geringer als Admiral der US-Marine Chester Nimitz folgende Aussage machte. Dönitz habe so etwas auf frischer Tat nicht gesehen, da die amerikanischen U-Boot-Streitkräfte im Pazifik genau die gleiche Taktik der unbegrenzten U-Boot-Kriegsführung wie die Deutschen befolgten. Diese eidesstattliche Erklärung von Admiral Nimitz veranlasste die Anklage, von den Vorwürfen gegen Karl Dönitz abzulassen. Das Gericht verurteilte daraufhin Karl Dönitz zu 10 Jahren Haft. Hier hat ein hochrangiger US-Offizier eine ritterliche Tat begangen, die von seinem Gewissen geführt wurde. Er hatte seinem deutschen Kameraden in dunkelster Stunde beigestanden und ihm damit das Leben gerettet. Er musste dafür lediglich aufzeigen, dass die eigenen Streitkräfte ähnlich gehandelt haben und das vom Beginn des Krieges an und nicht wie die Deutschen erst nach Angriffen auf ihre hilfeleistenden U-Boote 1942. Auf allen Seiten des Krieges gab es ein hohes Maß an Menschlichkeit, doch gingen diese großen Taten und Gesten in den verbrecherischen Handlungen unter. Diesen Menschen sollten wir die höchste Aufmerksamkeit zukommen lassen, da sie bewiesen haben, dass echte Menschlichkeit auch in düsteren Zeiten eines Krieges besteht und gelebt wird. Diese Zahlen sind allen Helden der Menschlichkeit gewidmet, egal auf welcher Seite sie gestanden haben. Wie auch das Naval War College kam man zu dem Schluss, dass erst die US-amerikanischen Angriffe die Deutschen veranlassten, dass Schiffbrüchige keine Hilfe mehr zukommen lässt und somit viele alliierte Seeleute den Tod fanden. Bis zum Schluss zeigte Dönitz große Haltung und beteuerte die saubere Kampfmoral nach den geltenden Regeln des Krieges seitens seiner U-Boot-Soldaten. Auch die Soldaten zollten ihm dafür große Anerkennung, da die Kriegsmarine nie eines Kriegsverbrechens verurteilt wurde. Karl Dönitz verlor in diesem schrecklichen Krieg seine beiden Söhne. Sie starben bei der Versenkung ihrer Schiffe. Am 1. Oktober 1956 wurde Karl Dönitz aus der Haft entlassen. Karl Dönitz hat nur einmal an einer deutschen Schule einen Vortrag halten können. Er löste einen Eklat aus. Am 22. Januar 1963 im Otto-Hahn-Gymnasium in Geschacht. Der Schülersprecher Uwe Barschel, später Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, hatte auf Anregung seines Geschichtslehrers Heinrich Kock Dönitz eingeladen, vor Schülern der Klassen 9 bis 13 über das Dritte Reich zu referieren. Die Schüler wurden von ihren Lehrern auf den Auftritt nicht vorbereitet, daher gab es auch keine kritischen Nachfragen, weder von den Schülern noch von den Lehrern. Nachdem die Bergedorfer Zeitung einen begeisterten Bericht über diesen Geschichtsunterricht in höchster Vollendung veröffentlicht hatte, griffen überörtliche und ausländische Medien den Fall auf. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein wurde auf eine Pressekonferenz mit starker Kritik an dem Vorgang konfrontiert. Nachdem ein Regierungsrat aus dem Kultusministerium die Schule am 8. Februar 1963 aufgesucht und mehrere Stunden mit dem Schulleiter Georg Rüsen, 1906 geboren, gesprochen hatte, drängte sich dieser noch am selben Abend in der Elbe. Seine Leiche konnte erst am 25. April 1963 geborgen werden. Es war nicht gewollt, dass die überlebenden Zeitzeugen ihre Geschichte vortragen. Durch diese Handlung verlor ein weiterer Mensch lange nach dem Krieg sein Leben, ein weiterer sinnloser Tod und doch nur einer von vielen. Als letzter deutscher Offizier im Feldmarschallsrang starb Dönitz 1980 im Alter von 89 Jahren. Obwohl Dönitz laut zentraler Dienstvorschrift von Seiten der Bundeswehr sowohl nach Rang als auch aufgrund seines Ritterkreuzes ein Ehrengeleit zugestanden hatte, erging am 25. Dezember 1980 von Seiten des Bundesministeriums der Verteidigung eine Anordnung, die es Soldaten untersagte, in Uniform an der Beisetzung teilzunehmen, die ohne militärischen Ehren zu erfolgen habe. Diese Entscheidung erzeugte eine Welle der Empörung, die sich gegen den Bundesminister der Verteidigung Hans Apel richtete. Auch nach dem Angriff der amerikanischen Bomber wurde die Rettungsaktion auf Befehl Dönitz fortgesetzt. Insgesamt konnten etwa 800 Briten, 450 italienische Kriegsgefangene und die Frauen und Kinder durch Dönitz und seine U-Boot-Fahrer gerettet werden. Circa 1500 Menschen verloren bei diesem Ereignis im Jahre 1942 ihr Leben. Die U-Boot-Waffe Deutschlands verlor in diesem Krieg über 780 U-Boote. Im Bauch dieser U-Boote verloren über 27.000 Seemänner ihr Leben. Wir gedenken den Toten des Krieges. Korvettenkapitän Werner Hartenstein, durch seine Rettung der schiffbrüchigen Menschen, dessen Schiffe er rechtmäßig torpedierte, große Menschlichkeit. Der Drehbuchautor Alan Blaisdell fand für Hartenstein folgende Worte. Hartenstein repräsentiert, wovon wir alle glaubten, dass die Menschheit es erreichen kann. Wir alle sind mit klassischen Klischees über die Deutschen groß geworden.
Aber was ich in diesem Fall sah, war der bemerkenswerteste und wundervollste Akt von Großmut. Das U-Boot U-506 unter Kapitänleutnant Erich Würdemann rettete mit seiner Besatzung 142 Italiener sowie 9 englische Frauen und Kinder. Erich Würdemann fand mit 47 seiner Besatzungsmitglieder am 13. Juni 1943 den Heldentod im Bauch seines U-Bootes U-506. Nur 6 Besatzungsmitglieder konnten sich aus dem Boot retten und wurden von einem britischen Zerstörer aus ihrer Seenot errettet. U-507 unter Korvettenkapitän Haru Schacht. Am 18. September waren 129 Italiener, 15 Frauen, 16 Kinder und ein britischer Offizier an Bord. 7 Rettungsboote mit 330 Menschen, darunter 35 Italiener, befanden sich im Schlepptau. Haru Schacht fand mit seiner gesamten Besatzung am 13. Januar 1943 den Heldentod. Dieser Film ist allen sauber kämpfenden deutschen Soldaten aller Waffengattungen und allen Soldaten aller am Krieg beteiligten Nationen und allen Zivilisten und Opfern des Zweiten Weltkrieges gewidmet, ausnahmslos. Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. Hier die Schilderung der Seeleute, die diesen Krieg überlebten. Die Briefe befinden sich im U-Boot-Archiv in Cuxhaven. Brief der MS Carole Patton, Liverpool, 11. Juni 1993, Mr. Horst Bredow. Ich habe das Bedürfnis, ihn zu schreiben in Hinblick auf Informationen, die für mich Licht in einen Vorgang gebracht hat, der meinungsbildend war und über den ich Näheres bei einer Gedächtnisveranstaltung zur Schlacht im Atlantik, die im Mai diesen Jahres hier in Liverpool stattfand. Ich möchte Sie bitten, diese Mitteilung an die ehemaligen deutschen U-Boot-Fahrer weiterzugeben. Mein Onkel war Bootsmann auf der Laconia und hat ihre Versenkung leider nicht überlebt. Damals wurde meiner Familie nur mitgeteilt, dass das Schiff im Südatlantik von einem deutschen U-Boot torpediert worden sei und dass mein Onkel Willi nicht überlebt habe. Während dieser Gedächtniswoche Schlacht im Atlantik sah ich zufällig im Fernsehen das Interview eines Überlebenden der Laconia. Dieser Mann berichtete, wie ein deutsches U-Boot aufgetaucht sei, die Überlebenden mit Proviant und Wasser versorgt und die Rettungsboote in Schlepp genommen habe. Dies erschien mir so unwahrscheinlich, dass ich mich entschloss, weitere Nachforschungen anzustellen, um selbst die Wahrheit herauszufinden. Was ich im Laufe meiner Nachforschung entdeckte, sollte meine Meinung über die ehemaligen deutschen U-Boot-Fahrer des Zweiten Weltkrieges völlig verändern. Ich konnte nicht nur den Bericht dieses Laconia-Überlebenden bestätigen, sondern mir wurde allmählich die ganze Wahrheit um das Geschehen am 12. September 1945 deutlich. Ich erfuhr, wie Korvettenkapitän Hartenstein, U-156, unter sehr beträchtlichem Risiko für sich und seine Besatzung, den bisher einmaligen Beschluss fasste, die Überlebenden der Laconia zu retten. Ich erfuhr auch, wie Admiral Dönitz diese Rettungsaktion unterstützte und den Kommandanten Kapitänleutnant Würdemann, U-506, und Korvettenkapitän Schacht, U-507, befahl, heranzuschließen, um zu helfen. Gemeinsam retteten sie aus haireichen Gewässern des Südatlantiks mehr als 1000 Überlebende, darunter viele Frauen und Kinder, wobei sie mehrfach von alliierten Flugzeugen angegriffen wurden. Ich habe seither 2 Laconia-Überlebende eingehend gesprochen und den Bericht eines anderen gelesen. Aus den Aussagen aller 3 wurde klar, dass alle Überlebenden, ungeachtet ihrer Nationalität und ob sie Freund oder Feind waren, von den U-Boot-Besatzungen mit äußerster Aufmerksamkeit und Freundlichkeit behandelt wurden. Aus diesem Grund glaube ich nicht, dass Werner Hartenstein nur aus der Tatsache entstand, dass die Laconia auch italienische Kriegsgefangene an Bord hatte. Darüber hinaus habe ich einen unabhängigen, von einem französischen Marinehistoriker geschriebenen Bericht über den Zwischenfall gelesen, der die unparteiische Darstellung der Geschehnisse auf beiden Seiten in zeitlicher Abfolge schildert. Von daher bin ich in der Lage, das Dilemma zu ermessen, in dem sich Werner Hartenstein und seine Kameraden befunden haben. Wie viel einfacher wäre es gewesen, den Schauplatz zu verlassen, ohne etwas zu tun? Es ehrt sie sehr, dass sie nicht die einfache Lösung gewählt haben. In Angedenken an meinen Onkel Willi und alle die mit ihm starben, schreibe ich, um alle ehemaligen U-Boot-Fahrer eine sehr lange überfälliges Dankeschön für die von den Kommandanten und Besatzungen von U-156, U-506 und U-507 ergriffene Maßnahmen zu sagen. Ich sehe sie als Männer an, auf die Deutschland berechtigt stolz sein kann. Jeder Mann sollte sich in ihrer als Männer von Ehre erinnern. Es tut mir leid, nicht das Gleiche von den Piloten und der Besatzung des Liberator-Bombers der Vereinigten Staaten sagen zu können. Die U-156, das klar erkennbar mit einer Hilfeleistungsaktion beschäftigt war, wiederholt angriffen. Ich sehe es als bedauerlich an, dass 51 Jahre vergangen sind, bis die Wahrheit bekannt wurde. Es ist nicht klar, warum die lobenswerten Handlungen dieser Männer den Familien der Opfer der Laconia nicht mitgeteilt worden sind. Vielleicht war es ein Versehen. Andererseits mag erwogen worden sein, die deutsche U-Boot-Waffe in einem guten Licht zu zeigen, denn damaligen Propagandafeldzug, der offensichtlich sorgfältig aufgebaut worden war, weitgehend entgegengewirkt hatte. Das Unangenehme an der Propaganda ist natürlich, dass sie noch lange, nachdem die Feindseligkeiten beendet sind,
weiter geglaubt wird und ich fühle, dass sie vermutlich alle in der Folge darunter gelitten haben. Viele Überlebenden der Laconia scheinen jedoch über Jahre hinweg versucht zu haben, die wirklichen Geschehnisse des 12. September 1942 bekannt werden zu lassen. Ohne diesen einen von ihnen würde meine Familie die Wahrheit nicht erfahren haben. Nachdem ich auch noch die Memoiren von Karl Dönitz gelesen habe, kann ich sagen, dass ich jedenfalls über die deutschen U-Boot-Operationen während des Zweiten Weltkrieges nun viel besser im Bilde bin. Es scheint mir, dass der offenbar nun berühmte von Admiral Dönitz nach dem Angriff auf seine U-Boot erteilte Laconia-Befehl nicht erfolgt wäre, wenn die Alliierten mit dem gleichen Maß an menschlichem Mitgefühl reagiert hätten, wie die U-Boot-Kommandanten. Ich stehe mit einem Überlebenden in Verbindung, der zu der Gedenkwoche viele Meilenweit angereist war. Er war bei dem Untergang der Laconia 14,5 Jahre alt. Das damalige Geschehen hat sich aber tief in ihm eingebrannt und erinnert sich lebendig an die Freundlichkeit, die ihm von dem Kommandanten Hartenstein entgegengebracht wurde. Als er erfuhr, dass ich ihn schreiben wollte, bat er mich, sehr herzlich zu grüßen und auch seine Dankbarkeit zu übermitteln. Ich habe für einige Wochen versucht herauszufinden, an wen ich meinen Brief richten soll. Schließlich gab mir Mr. Paul Hitchcock, RNR, ihren Namen und ihre Adresse. Für ihn sind sie es, der die deutschen U-Boot-Fahrer in Deutschland und der Welt vertritt. Bitte teilen Sie den deutschen U-Boot-Fahrer mit, was ich Ihnen schrieb, und seien Sie versichert, dass wir uns bei unseren Gedenkveranstaltungen der furchtbaren Verlust der deutschen U-Boot-Fahrer ebenso im Herzen behalten wie unsere eigenen Seeleute. Yours very sincerely, Unterschrift Carol Payton.